Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung Theoretische Grundlagen der Informatik. Wir beschäftigen uns im Moment ja mit Komplexitätsklassen und da insbesondere mit der Komplexitätsklasse NP und darin insbesondere mit den NP-vollständigen Problemen. Und ich möchte jetzt erstmal nochmal daran erinnern, worum es geht bei NP-Vollständigkeit. Dafür gehe ich in die Vorlesung vom letzten Mal. Also erstmal die Klasse NP ist ja die Klasse der Probleme, die sich in Polynomialzeit von einer nicht deterministischen Turing-Maschine entscheiden lassen. Also wir betrachten hier nur Probleme, die als Entscheidungsprobleme formuliert sind, wo also die richtige Antwort oder richtige Lösung einfach die Antwort Ja oder die Antwort Nein ist. So. Nicht-deterministische Turing-Maschine, dabei haben wir im Hinterkopf als Modell der nicht-deterministischen Turing-Maschine eine Turing-Maschine mit einer zweistufigen Berechnung, bei der die erste Stufe sozusagen der nicht-deterministische Anteil ist, den man sich einfach nur so vorstellen kann, dass irgendein Orakel, irgendein Lösungsvorschlag auf das Band geschrieben wird. Und der zweite Teil der Berechnung ist eine deterministische Berechnung, bei der unter Betrachtung der Eingabe und diesem Lösungsvorschlag, der aufs Band geschrieben wurde, nachgeschaut wird, was ist denn jetzt für diese Eingabe die richtige Lösung. Und vorstellen kann man sich eine, ich sag mal, erfolgreiche Berechnung als Lösungsvorschlag ist tatsächlich ein echter Lösungsvorschlag und in diesem deterministischen Anteil der Berechnung wird einfach nur verifiziert, ist das tatsächlich ein Vorschlag, der uns sagt, ja, die Eingabe ist eine Ja-Instanz. Ja, also die richtige Antwort für diese Eingabe ist Ja. So, und die große Frage der offene Frage der theoretischen Informatik und darüber hinaus ist die, ob die Klassen P und NP gleich oder verschieden sind. Die Klasse P ist die Klasse der Probleme, die sich auf einer deterministischen Turing-Maschine in Polynomialzeit lösen lassen. Und da kann man sich eben eine Lösung oder eine Berechnung als ganz normalen Algorithmus vorstellen. Und wie gesagt, es ist bis heute offen, ob die beiden Klassen verschieden oder gleich sind. Die Mehrheit vermutet, sie sind verschieden. Und auf dem Weg dahin sozusagen genaues Bild dazu bekommen, inwiefern denn NP sich von P unterscheidet, konzentrieren wir uns jetzt auf die schwersten Probleme in NP, die Probleme, die sozusagen Kandidaten sind, nicht in P zu liegen, wenn NP und P wirklich verschieden sind. So, und das sind die NP-vollständigen Probleme. Und jetzt nochmal zur Definition, wann ist ein Problem NP-vollständig? Ein Entscheidungsproblem ist NP-vollständig, hier unten steht es, wenn es einerseits in die Klasse NP gehört, aber andererseits es mindestens so schwer ist wie alle anderen Probleme in NP. Und dieses mindestens so schwer bedeutet, alle anderen Probleme in NP lassen sich polynomial transformieren auf dieses. Das ist, was hier als zweite Eigenschaft für NP-vollständige Probleme steht. Also Pi ist NP-vollständig, wenn Pi Element von NP und für alle anderen Entscheidungsprobleme Pi' aus NP gilt. Pi' lässt sich polynomial transformieren auf Pi. Und was heißt polynomial transformieren? Das steht hier oben. Ja, ein Entscheidungsproblem Pi1 ist polynomial transformierbar in das Entscheidungsproblem Pi2. Ein folgendes erfüllt ist. Es gibt eine Funktion, die von den Probleminstanzen zu Pi1 zu der Menge der Probleminstanzen von Pi2 oder zu Pi2 führt, die erstens polynomial berechenbar ist, ganz normal durch eine deterministische Turing-Maschine oder, wie wir es hier ausgedrückt haben, durch einen polynomialen Algorithmus berechenbar ist und die zweitens folgendes erfüllt: Für alle Instanzen zum Entscheidungsproblem Pi1 gilt,
I ist Ja-Instanz zu P1, genau dann, wenn das Bild von I unter dieser polynomialen Funktion F Ja-Instanz von P2 ist. Das heißt also, dieses F, polynomiale Transformation, muss erfüllen, sie ist polynomial berechenbar und sie bildet genau die Ja-Instanzen von P1 auf die Ja-Instanzen von P2 ab. So, das ist jetzt sozusagen auch unser Rezept, um für Probleme zu beweisen, dass sie NP-vollständig sind, nämlich man muss erstmal zeigen, das Problem ist in NP und zweitens, man muss zeigen, alle anderen Entscheidungsprobleme aus NP lassen sich polynomial transformieren auf dieses. Und hier gibt es jetzt noch einen Haken, nämlich dass hier nach Definition erfüllt sein muss, alle Entscheidungsprobleme aus NP müssen sich polynomial transformieren lassen auf dieses, von dem ich zeigen will, es ist NP vollständig. Aber aus diesem Dilemma kommen wir leicht raus, indem wir erstens beobachten, polynomial transformierbar ist eine transitive Relation. Also wenn P1 polynomial transformierbar in P2 und P2 polynomial transformierbar in P3, dann ist auch P1 polynomial transformierbar in P3, was uns automatisch liefert, wir müssen eigentlich nur, und das steht jetzt hier, bei dem zweiten entscheidenden Teil eines NP-Vollständigkeitsbeweises für ein Problem P zeigen, dass sich irgendein anderes NP-vollständiges Problem P' auf P transformieren lässt. Man muss nicht für alle aus NP zeigen, sie sind transformierbar, polynomial transformierbar auf P, sondern nur brauchen ein NP-vollständiges Problem, was polynomial transformierbar ist. Dann ist aber immer noch die Frage, wo geht die Kette los? Ja, irgendwo muss man mal ein erstes NP-Vollständiges haben, für das man wirklich entsprechend der Definition zeigen muss, alle anderen Probleme aus NP lassen sich polynomial auf dieses transformieren und dann mit dem einen kann man dann weitermachen. So, und das eine, das ist eben das Erfüllbarkeitsproblem, hier steht es nochmal, Erfüllbarkeitsproblem, und für dieses Erfüllbarkeitsproblem haben wir letztes Mal jetzt zu Fuß bewiesen, dass sich alle Probleme aus NP auf dieses Polynomial transformieren lassen. Also Erfüllbarkeitsproblem oder SAT ist NP vollständig. Das haben wir bewiesen, das ist der Satz von Cook. Und noch einmal, weil wir dieses Problem SAT jetzt weiter verwenden werden. Wie ist SAT definiert? Ja, SAT steht für Satisfiability oder Erfüllbarkeit. Das ist also so ein Erfüllbarkeitsproblem. Es geht darum, sozusagen zu entscheiden, ob logische Ausdrücke wahrgemacht werden können. Die sehen jetzt ganz speziell aus. Also die Grundlage von so einer Erfüllbarkeitsinstanz sind Variablen, die in negierter oder unnegierter Form in Klauseln vorkommen können. Und die Klauseln haben alle die Form, sie sind einfach Oder-Verbindungen von Literalen, also von negierten oder unnegierten Variablen. Und die Frage, die Entscheidungsfrage ist dann gegeben, so eine Menge von Klauseln, gibt es eine Wahrheitsbelegung der Variablen, so dass alle Klauseln gleichzeitig wahr werden. Also so dass für jede Klausel mindestens ein darin enthaltenes Literal den Wahrheitswert wahr annimmt. Okay. So, wie geht's jetzt weiter? Wir wollen jetzt für weitere Probleme zeigen, dass sie NP-vollständig sind. Dann machen wir so eine Kette von Beweisen. Wir haben das Erfüllbarkeitsproblem SAT NP vollständig ist. Und mit dem starten wir und zeigen für weitere Probleme, dass sie NP-vollständig sind, indem wir
insbesondere zeigen, es gibt eine polynomiale Transformation von Satt auf dieses Problem. Und das erste, das wir betrachten, heißt 3-Satt. Die erste polynomiale Transformation geht also von Satt nach 3-Satt. Also so. Ne? Und bei 3-Satt machen wir dann weiter. Wir werden zum Beispiel dann zeigen, ein Problem genannt Klick. Ist NP vollständig? Und Klick ist ein Problem, was auf Graphen lebt, in Anführungszeichen. Das ist das maximale Klick-Problem in Graphen. Und wir werden zeigen, Recolor ist NP vollständig. Das heißt also, es geht hier um ein Färbungsproblem in Graphen. Und von da aus geht es dann weiter zu Cover, ein Problem auf Mengen, wo man Mengen überdecken muss, geeignet, oder Elemente aus einer Grundmenge geeignet überdecken muss durch Teilmengen der Grundmenge und so weiter. Also hier werden wir noch ein paar mehr solcher Beweise führen, aber das ist sozusagen das Programm für heute. Ja? Das heißt also, wir werden 4 polynomiale Transformationen von einem NP-vollständigen Problem zu einem anderen Problem aus NP sehen, insbesondere. Und mir geht es darum, dass Sie also nicht nur das Schema, was da jeweils bewiesen werden muss, verstehen, sondern durchaus auch mal, wie so eine Konstruktion, wie so ein Beweis geht, insbesondere wie man von Satt oder Varianten von Satt aus NP-Vollständigkeit eines Problems, was ja vielleicht ein Problem auf Graphen ist oder nochmal was anderes beweist. Okay. So. Also das Erste in unserem Programm heute ist zu beweisen, dass das Problem 3-Satt NP-vollständig ist. Und 3-Satt ist einfach eine spezielle Variante von Satt. Und zwar die Variante, wo man einfach vorgibt, jede Klausel hat nur genau 3 Literale. Also wie bei Satt haben wir gegeben eine Menge U von Variablen, die können negiert oder unnegiert in Klauseln vorkommen. Und die Klauseln hier sehen so aus, eine Menge C von Oder-Verbindungen von jeweils genau 3 Literalen. Und die Frage ist dann genau wie bei Satt, gibt es eine Wahrheitsbelegung der Variablen, sodass alle Klauseln gleichzeitig wahr werden? So. Das Problem Satt ist NP-vollständig. Beweisen wir jetzt. Was müssen wir dafür beweisen? 2 Sachen. 3-Satt ist in NP. Und zweitens, es gibt ein NP-vollständiges Problem, das sich polynomial auf 3-Satt transformieren lässt. 3-Satt ist in NP, naja gut, Satt ist schon in NP und 3-Satt ist eine spezielle Variante. Ja, also insofern braucht man jetzt eigentlich kein weiteres Wort mehr darüber zu verlieren. Aber nochmal, damit wir einfach sehen, sozusagen, was da immer bewiesen werden muss. Wenn man zeigt, ein bestimmtes Problem ist in NP. Naja gut, wir müssen also zeigen, wenn wir sozusagen einen Lösungsvorschlag bekommen für das Problem, können wir in Polynomialzeit überprüfen, ob dieser Lösungsvorschlag tatsächlich ein Indikator dafür ist, dass eine Eingabeinstanz eine Ja-Instanz ist. Also einfach nur für eine Lösung verifizieren, ja, das ist eine Lösung. Ja. Was ist eine Lösung? Das ist eine Wahrheitsbelegung im Fall von Satt oder 3-Satt. Das heißt also, wir haben da unsere konkrete beliebige Instanz von 3-Satt, ja, Variablen und die Klauseln, da alle die Länge 3 haben und jetzt so ein Vorschlag an Wahrheitsbelegung, ja, setze folgende Variable wahr und folgende falsch und so weiter. Und jetzt müssen wir einfach nur nachgucken, also die Klauseln durchgehen, werden bei der Wahrheitsbelegung alle Klauseln gleichzeitig erfüllt, also ist in jeder der Klauseln mindestens ein Literal wahr. Also der Aufwand ist natürlich polynomial in der Eingabelänge, Anzahl von Variablen plus Anzahl von Klauseln. Ja, muss ja einfach alle Klauseln einmal durchgehen. Okay.
So, und jetzt der schwierigere Teil. Angabe einer polynomialen Transformation von Sat auf Dreisat. Was heißt das? Das heißt, wir müssen eine Konstruktion angeben, die jeder Sat-Instanz eine Dreisat-Instanz zuordnet, so dass die Sat-Instanz genau dann erfüllbar ist, wenn die zugeordnete Dreisat-Instanz erfüllbar ist. Und die Konstruktion muss polynomial sein. Was konkret in dem Fall heißt, wenn unsere vorgegebene Sat-Instanz irgendwie aus n, weiß nicht mehr, was m und n war, also m-Variablen und n-Klauseln oder n-Variablen, m-Klauseln besteht, dann muss diese Dreisat-Instanz, die wir dazu bauen, aus einer Anzahl von Variablen beziehungsweise also Anzahl von Klauseln bestehen, die jeweils polynomial in m und n sind. Ja? Ja? Also wir dürfen das nicht exponentiell aufblasen. Das ist der Punkt. So, das scheint ja jetzt irgendwie einfach zu sein. Sat ist eine Erfüllbarkeitsinstanz oder eben so eine Menge von Klauseln. Dreisat wird wieder im Wesentlichen so eine Menge von Klauseln sein. Also nur die Klauseln der Sat-Instanz, die ja unterschiedliche Länge haben können, ja, sind Klauseln der Länge 3 und der Länge 5 und der Länge 7 und sonst was drin, zu Klauseln der Länge 3 machen. Aber das muss so gemacht werden, dass eben genau die erfüllbaren Instanzen auf erfüllbare Instanzen, bei denen Klauseln alle nur Länge 3 haben, abgebildet. Das ist sozusagen die Schwierigkeit. Ja, wie machen wir das? Naja gut, wir gucken uns einfach die Klauseln der Reihe nach an. Da sind welche, die haben einfach nur Länge 1, da sind welche, die haben Länge 2, sind welche, die haben Länge 3. Die der Länge 3, die sind natürlich schon prima. Ja? Brauchen wir nicht verändern. Und dann sind welche da, die sind länger als 3. Bei denen werden wir uns vor allem aufhalten müssen. Nämlich bei denen, die nur Länge 1 haben und nur aus einem Literal bestehen, kann man die einfach aufblasen, indem man das Literal nochmal wiederholt. Es ist bei Sat-Instanzen nichts darüber gesagt, ob in einer Klausel nicht ein Literal zweimal vorkommt. Weil redundant ist, also nicht Sinn macht inhaltlich, aber auch kein Problem macht. Das heißt also, die Klauseln der Länge 1, die aus einem Literal bestehen, die haben so die Form c gleich x. X ist ein Literal, ja. Die transformieren wir einfach in x oder x oder x. Und genauso machen wir es mit Klauseln der Länge 2 oder analog. Also wenn eine Klausel die Form hat x oder y, dann wird es einfach ausgeblasen in x oder y oder x. Ja? Und die der Länge 3, die können wir unverändert lassen. Also das ist jetzt ganz trivial gewesen so. Und jetzt aber die längeren Klauseln. Da gehen wir gleich vom Allgemeinfall an aus. Also wir haben eine Klausel der Länge k. Besteht also aus k-Literalen, die sieht also so aus, x1 oder x2 oder xk. Und so ein xi ist also jetzt so eine Variable aus der Grundmenge, so ein u in unnegierter oder negierter Form. So, und für die müssen wir jetzt eine oder mehrere Klauseln der Länge 3 angeben, so dass diese Menge der Klauseln der Länge 3 genau dann erfüllbar sind, wenn diese hier erfüllbar ist. Und das machen wir folgendermaßen. Weil die hier Länge k hat, führen wir k minus 3 neue Variablen ein und bauen mit Hilfe dieser Variablen und der k minus 3 neuen Variablen k minus 2 Klauseln der Länge 3. So, die k minus 3 neuen Variablen, die gehören zu der einen Klausel c. Ja? Deshalb indizieren wir die mit c1 bis ck minus 3. Also die heißen jetzt yc1 bis yc, k minus 3. Ja? Und die k minus 2 Klauseln, die wir jetzt zu dem c basteln, sehen folgendermaßen aus. Die erste und die letzte, die sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Die erste ist einfach x1 oder x2 oder yc1. Ja? Also die ersten beiden Literale aus c geodert mit der ersten neu eingeführten Variable. Und die letzte sieht aus, die letzte neu eingeführte Variable negiert oder
xk minus 1 oder xk, also verodert mit den letzten beiden hier drin. Und dann die dazwischen, die haben alle so ein Muster. Die erste sieht so aus, yc,1 negiert, also die hier negiert, oder x3 oder yc2 unnegiert. Also die nächste sähe dann aus, yc2 negiert oder x4 oder yc3 unnegiert. Ja, und so geht es hier immer weiter bis zur vorletzten yc k-4 negiert oder xk-2 oder yc k-3. So, warum ist das jetzt eine sinnvolle Konstruktion? Ja, gucken wir mal uns mal an, wie das aussehen kann, wenn c durch eine Wahrheitsbelegung wahrgemacht wird. Wird entweder wahrgemacht durch x1 oder x2 oder. Ja, es können auch mehrere von den xi wahr werden, aber ich sag mal so, 1 ist das hauptverantwortliche Literal dafür, dass c wahr wird. Wenn das x1 oder x2 ist, dann würde automatisch hier diese erste Klausel auch wahr mit derselben Wahrheitsbelegung der x. Was heißt, wir könnten uns zum Beispiel erlauben, die hier hinten falsch zu setzen. Was dann heißt, die nächste hier wird wahr, ganz egal wie x3 aussieht, weil wenn yc1 falsch gesetzt würde, dann wird yc1 negiert wahr. Und dann können wir eigentlich genauso weitermachen, dann können wir uns auch immer erlauben, sozusagen das hintere hier falsch zu setzen, sodass das vordere, die vordere Dummy-Variable, die in negierter Form da steht, wahr wird. Ja? Und das setzt sich fort bis hier hinten. Fein. Und in dem anderen, ich sag mal, Extremfall, dass die hier wahr wird, weil xk-1 oder xk wahr gesetzt ist in der vorgegebenen Wahrheitsbelegung, können wir das genauso sozusagen rückwärts argumentieren. Wenn die, wenn xk oder xk-1 wahr gesetzt wird, dann wird diese letzte Klausel schon wahr, auch wenn wir ja, yck-3 negiert falsch setzen würden. Also yck-3 wahr setzen würden. Ja. Das heißt, wir können uns dann erlauben, das hier falsch zu setzen, also yck-3 wahr zu setzen. Damit würde aber die hier dann erfüllt. Dann können wir uns also erlauben, das hier wieder falsch zu setzen, also yck-4 wahr zu setzen, womit die da drüber dann erfüllt ist und so weiter. Das setze ich hier bis hierhin fort. Die hier würde also erfüllt dadurch, dass yc2 wahr wird. Wir können uns also erlauben, yc1 negiert falsch zu setzen. Also wird auch die erste wahr durch yc1 wahr. So, und für die dazwischen, also für die Fälle, dass die hier wahr wird, weil zum Beispiel x3 oder x4, also irgendein xi, i größer 2, kleiner k-1 gerade verantwortlich ist dafür, dass es wahr wird, also irgend so ein xi dazwischen wahrgesetzt wird, wenn wir in die entsprechende Klausel hier gehen, wissen, die wird dann auch wahr mit derselben Wahrheitsbelegung. Das heißt also, wir können uns erlauben, sowohl das, was hier hinten, das yc, i minus 1 wäre das, was da steht, falsch zu setzen, womit für alle Klauseln, die danach kommt, wir uns erlauben können, immer wieder dann dieses vordere wahrzusetzen, als auch die vordere, das ist dann dieses y c i minus 2 negiert, falsch zu setzen, also yc i minus 2 wahrzusetzen, womit die, die da drüber stehen, automatisch durch diese hintere, dieses hintere Literal wahr werden. Ja? So, das war jetzt schon die eine Richtung des Beweises, nämlich wenn alle Klauseln unserer Sat-Instanz erfüllbar sind, dann sind auch die hier alle erfüllbar, nämlich mit einer Wahrheitsbelegung, wo die x genauso wahr oder falsch gesetzt werden wie bei der Wahrheitsbelegung der Sat-Instanz. Und diese yci für die verschiedenen Klauseln c halt so wahr oder falsch gesetzt werden nach dem Schema, wie wir es gerade sozusagen explizit uns überlegt haben.
So, jetzt umgekehrt muss es ja auch so sein, dass wenn das Bild von unserer SAT-Instanz, nämlich die, wo für alle Klauseln der SAT-Instanz wir diese Dreierklauseln haben, dass wenn die hier erfüllbar ist, dass auch dann die Ausgangsinstanz erfüllbar ist. Aber wenn die hier erfüllbar ist, dann finden wir automatisch eines dieser XI, die hier vorkommen, die auf jeden Fall wahrgesetzt werden müssen. Sonst geht das nicht durch. Ja? Wir können nicht dafür sorgen, dass alle diese Klauseln, also dass eine dieser Klauseln wahr wird, nur durch diese YCI. Ja? Irgendwo muss mal eine vorkommen, wo das sozusagen Wahrwerden an dem XI, das da vorkommt, hängt. Und damit haben wir automatisch eine Wahrheitsbelegung, wo auch eins dieser XI der zugehörigen Klausel der SAT-Instanz wahr wird. So, und das Zweite, das ist jetzt eine polynomiale Konstruktion. Naja gut, das ist wirklich trivial. Ja. Für jede der Klauseln, Mächtigkeit C, viele Klauseln, haben wir diese Zusatzvariablen und diese entsprechende Anzahl an neuen Klauseln. Aber das bleibt natürlich in O von Anzahl der Klauseln mal Anzahl der Variablen. Ja. Das heißt, unser Beweis noch einmal zusammengefasst. Also wenn wir von eine erfüllbare Instanz von SAT haben, dann ist die so konstruierte Instanz von 3SAT erfüllbar und umgekehrt. Hat zwei Richtungen, nämlich wenn die SAT-Instanz erfüllbar ist, dann folgt die zugehörige 3SAT-Instanz ist erfüllbar. So, wenn die SAT-Instanz erfüllbar ist, dann wissen wir, eines dieser, für jede Klausel ist eines dieser XI wahr. Ja, im Fall, dass die Klausel Länge 1, 2 oder 3 hatte, das habe ich eben gar nicht ausgeführt, ist trivial, dass dann auch die entsprechende Klausel, die wir in F von C, wahr wird. So, und für diese längere Konstruktion, wo wir für eine Klausel der Länge K eben diese K-2-3er-Klausel angegeben haben, geht es genauso, wie ich ihm gesagt habe, entweder ist bei dem C das X1 oder das X2 verantwortlich dafür, dass C wahr wird. Aber dann können wir alle diese eingeführten YCJ falsch setzen, dann werden die anderen auch wahr. Oder aber wenn irgendein XI mit I größer 2 dafür verantwortlich ist, dass C wahr wird, dann können wir dafür sorgen, dass die anderen auch wahr werden, indem wir sozusagen die, die oberhalb stehen, also die mit Index J zwischen 1 und I minus 2, das YCJ wahrsetzen und für die, die da drunter stehen, also für J zwischen I minus 1 und K minus 3, das YCJ quer negiert wahrsetzen, also das YCJ falsch setzen. Dann haben wir insgesamt sozusagen eine Erweiterung unserer Wahrheitsbelegung, die C, die C erfüllt, welche alle aus F von C erfüllt. Und umgekehrt, wenn also diese 3-Sat-Instanz erfüllbar ist, dann können wir daraus schließen, dann ist auch das I erfüllbar, indem wir eben die Wahrheitsbelegung für F von I sozusagen übertragen auf I. Und das kann man natürlich machen, indem man sagt, naja, sei mal F von I erfüllbar, aber I nicht erfüllbar. Ja? Dann betrachten wir mal eine beliebige Belegung der Variablen von F von I. Ja? Und wenn I nicht erfüllbar ist, dann gilt also für irgendeine Klausel, dass keines dieser vorkommenden Literale x1 bis xk wahrgesetzt wird in der Wahrheitsbelegung von f von i. Ja? Und dann kann man das aber leicht zu einem Widerspruch führen, indem man zeigt, dann können aber in dem entsprechenden f von c, also in Klauseln, die wir zu c gebildet haben, nicht alle drei gleichzeitig wahr werden. Also das Argument, um alle K-2 gleichzeitig verwenden. Denn das Argument, das haben wir eben schon gehabt, die können nur alle gleichzeitig wahr werden, wenn mindestens bei einer dieser das entsprechende XI wahrgesetzt wird.
können nicht alle gleichzeitig durch Wahrsetzen von den YCJ oder Wahrsetzen von den YCJ negiert wahr werden. Herr Kunst. Okay. Gut, das war also jetzt unser erster Schritt. Auf der Basis, dass wir bewiesen haben, SAT ist NP-vollständig, konnten wir auch zeigen, 3-SAT ist NP-vollständig. Und das ist jetzt ein Ergebnis der folgenden Art. SAT ist sozusagen eine Allgemeinform einer Art von Problem, also vom Erfüllbarkeitsproblem. Und 3-SAT ist ein Spezialfall. Ja? Sind die SAT-Instanzen, bei denen alle Klauseln genau Länge 3 haben. Aber ich meine, Spezialfälle sind normalerweise leichter oder zumindest nicht schwerer als die Allgemeinfälle. Aber hier in dem Fall können wir zeigen, es macht keinen essentiellen Unterschied, wenn wir jetzt nur an Komplexität NP-vollständig oder nicht NP-vollständig interessiert sind. Ja? Also 3-SAT, dieser Spezialfall von SAT, ist immer noch ein NP-vollständiges Problem. Könnte man natürlich mal weiter gucken, sagen, naja, wenn wir jetzt noch speziellere Spezialfälle betrachten. Wie sieht es denn da aus? So von 3 auf 2 runter könnte man ja mal betrachten, ja. Also gucken, na, wie ist es denn, wenn alle Klauseln nur die Länge 2 haben? Die Antwort hier ist, dann kriegen wir ein Problem aus P. Eins, was relativ leicht polynomial lösbar ist. Also das Problem 2-SAT, gegebene Menge von Variablen und eine Menge von Klauseln. Und die Klauseln sehen so aus, jede Klausel besteht aus genau 2 Literalen. Frage, existiert eine erfüllende Wahrheitsbelegung? Ist ein Problem aus P, lässt sich polynomial lösen. Und also die Intuition, das gucken sich in der Übung genauer an, aber die Intuition oder wieso das so ist, ist eigentlich intuitiv ziemlich klar. Gucken sich einfach so eine Menge von Klauseln an, wo in jeder Klausel nur 2 Literale vorkommen. Dann haben Sie für jede Klausel nur 2 Möglichkeiten, wie Sie die wahr machen. Ja? Und das hat automatisch dann Konsequenzen für die anderen. Also wenn Sie jetzt da irgendwie haben, x1 oder x2 oder nicht x2 und sagen, naja, die eine Möglichkeit ist, die wird wahr, weil x1 wahr ist. Dann müssen Sie einfach angucken, alle anderen, wo x1 negiert vorkommt, müssen dann wahrgesetzt werden durch das andere Literal, das da vorkommt. Und die Abhängigkeit davon, die können Sie auch auf dem direkten Weg, wo Sie auch nicht hin und her switchen müssen, sozusagen, dann weiter schließen. Das heißt also, indem Sie da so im Wesentlichen einmal durch die Klauseln durchgehen, kriegen Sie gecheckt, ob die alle gleichzeitig erfüllbar sind. Wie gesagt, das müssen Sie sich nochmal genauer überlegen in der Übung, aber für die Intuition, weil es eben für jedes immer nur die 2 Möglichkeiten gibt, wird das ja offensichtlich leichter als 3-SAT. Das ist eine Beobachtung sozusagen wir können von einem Allgemeinfall, Klauseln haben beliebige Länge, auf einen Spezialfall, die Klauseln haben Länge 3 und das Problem wird immer noch nicht leichter. Wir gehen noch einen Schritt weiter und beschränken auf 2 und dann wird es, sag mal, plötzlich polynomial lösbar. Dieses Schema hat man öfter. Wir werden zum Beispiel hier Färbung von Graphen in einer Weile betrachten und zeigen, dass die Frage, ob ein Graph sich mit 3 Farben zulässig färben lässt, die beweisen, das ist ein NP-vollständiges Problem. Aber wenn man dann runtergeht auf 2, die Entscheidung, lässt sich ein vorgegebener Graph mit 2 Farben färben, das ist wieder ein ganz leicht lösbares Problem, Problem aus P. Also dieses Muster hat man ganz oft. Es gibt noch mehr Beispiele, das Matching-Problem in Graphen verallgemeinert auf sagen so ein Hypermatching-Problem und. Also es gibt viele Beispiele. Also irgendwie ist dieser Schritt von 3 auf 2 oder von 2 auf 3, je nachdem in welche Richtung man schaut. Also bei 2 sind die Sachen noch leicht lösbar, bei 3 wird es NP-vollständig. Etwas, was öfter vorkommt. Also irgendwie ein Phänomen, tieferliegendes Phänomen. Hat nicht nur mit SAT zu tun. So, jetzt kann man allerdings im Zusammenhang mit SAT auch andere Varianten sich überlegen. Spezialfälle von dem allgemeinen SAT-Problem.
Wir könnten jetzt zum Beispiel Folgendes uns angucken. Wir haben gegeben eine Menge von Variablen und wir haben wieder gegeben eine Menge von Klauseln. Und die Klauseln sind wieder so, dass in jeder Klausel genau zwei Variablen, zwei Literale vorkommen. Und wir haben außerdem noch ein K vorgegeben. Und wir fragen uns, sind mindestens K dieser Klauseln gleichzeitig erfüllbar? Das ist sozusagen ein Entscheidungsproblem zu dem Maximierungsproblem. Ich habe so eine Instanz von SAT gegeben, also Menge von Variablen, Menge von Klauseln. Finde eine maximale Anzahl von Klauseln, die gleichzeitig erfüllbar sind. Das ist wieder ein NP-vollständiges Problem. Das sieht so ähnlich aus zu diesem normalen Entscheidungsproblem 2-SAT, was in P ist. Ist aber wieder NP-vollständig. Also hier bewegen wir uns irgendwo auf der Grenze zwischen P und NP. Bei dieser Art von Problemen. 2-Sat auf der guten Seite, Max 2-Sat auf der bösen Seite. Und bei SAT ist es so, es gibt also ganz, ganz viele Varianten von SAT. Ja, zum Beispiel so Varianten, ich habe eine 3-Sat-Instanz, ja, also Klauseln haben alle Länge 3, aber ich fordere jetzt, dass eine erfüllende Wahrheitsbelegung für jede Klausel nur genau ein Literal, nicht mindestens ein Literal wahr macht. Oder wenn ich die Klauseln, die Vorkommen der Literale in den Klauseln durch einen Graph modelliere, ja, also das Literal entspricht einem Knoten und zwei Knoten sind verbunden, wenn die Literale in derselben Klausel vorkommen. Und der Graph, der da rauskommt, bestimmte Struktur hat, zum Beispiel sich kreuzungsfrei zeichnen lässt, habe ich die Variante Planar 3-Sat, habe ich wieder eine Variante von SAT. Und so gibt es also ganz viele und einige sind NP-vollständig und andere nicht. Und es ist brauchbar, es ist sehr brauchbar, dass man solche Varianten betrachtet, denn SAT insgesamt, das werden wir jetzt gleich sehen, ist ein sehr guter Ausgangspunkt, um für Probleme, die irgendwie anders geartet sind, Graphenprobleme sind oder geometrische Probleme sind oder Mengenprobleme sind, zu beweisen, dass sie NP-vollständig sind, indem man eben von der, indem man sozusagen das, von SAT ausgehend so eine Konstruktion als ein Graphenproblem macht oder als ein geometrisches Problem weiter. Da, und da ist es halt manchmal so, dass eine spezielle Variante von SAT sich besser eignet. Mit ein bisschen Übung kann man da durchaus dann auch mal was Neues beweisen. Für ein Problem, von dem bisher noch niemand bewiesen hat, dass NP vollständig ist. Beweisen ist NP vollständig, wenn man sozusagen Übung damit darum bekommt, sozusagen logische Ausdrücke mit Entscheidungsproblemen zusammenzubringen. So, und wie gesagt, das machen wir jetzt mal. Wir betrachten das Problem Klick. Das ist folgendes Problem. Wir haben gegeben einen Graph. Und wir sagen, eine Teilmenge der Knotenmenge des Graphen nennen wir Clique, wenn je zwei Knoten aus dieser Teilmenge durch eine Kante verbunden sind. Also V' Teilmenge V heißt Clique, wenn für alle IJ aus V gilt, IJ ist eine Kante. Ja? Wir kennen das wahrscheinlich vielleicht unter dem Begriff vollständiger Subgraph. Und die Frage ist eben jetzt, gegeben ein Graph und vorgegebener Parameter K, gibt es in dem Graph eine Clique mit mindestens K-Knoten, einen vollständigen Subgraph, der mindestens K-Knoten enthält. Das ist jetzt wieder die Entscheidungsvariante zu einem Maximierungsproblem, was uns eigentlich öfter interessiert, nämlich einfach gegeben ein Graph, was ist die größte Größe eines vollständigen Subgraphs in dem Graph oder gib mir einen größten vollständigen Subgraph oder eine größte Clique in dem Graph. So, das Problem Clique als Entscheidungsproblem formuliert wie hier ist NP-vollständig, das beweisen wir jetzt. Also Problem Clique ist NP-vollständig. Da müssen wir wieder zwei Sachen zeigen. Clique ist in NP und ein bekanntes NP-vollständiges Problem lässt sich polynomial auf Clique transformieren. Clique ist in NP, überlegen Sie sich selber.
Ein bekanntes NP-vollständiges Problem lässt sich auf Klick polynomial transformieren. Machen wir jetzt. Und zwar, wir zeigen, Dreisat lässt sich polynomial auf Klick transformieren. Oder anders ausgedrückt, Klick lässt sich reduzieren auf Dreisat. So, was heißt das? Das heißt, wir müssen so eine polynomiale Transformation angeben, die jeder Instanz von Dreisat eine Instanz von Klick zuordnet, so dass die Dreisat-Instanz erfüllbar ist, genau dann, wenn die zugeordnete Instanz von Klick ein Ja-Beispiel ist. Das heißt also, in dem zugeordneten Graph eine Clique der Größe mindestens K existiert, wobei der Graph und die Größe des Graphen und dieses K aus der Konstruktion kommen. Und die Konstruktion muss so sein, dass diese Größen, Größe des Graph, Anzahl des Knoten, Anzahl Kanten, das vorgegebene K, der vorgegebene Parameter, polynomial ist in der Größe unserer Ausgangs-Dreisat-Instanz. Okay, unsere Dreisat-Instanz sah folgendermaßen aus. Wir haben da diese Variablen U1 bis UM, und die also als Literale U1 bis UM, U1 quer bis UM quer in Klauseln vorkommen können. Und die Klauseln sind eben C1 bis CN. Und die ith Klausel CI sieht also so aus, das ist XI1 oder XI2 oder XI3, wobei eben XIJ halt hier so ein Literal ist. So, und aus dieser Klauselmenge müssen wir jetzt einen Graph basteln. Und das machen wir folgendermaßen. Also wir haben n Klauseln, n. Der Graph enthält 3 mal n Knoten. Warum 3 mal n? Naja gut, wir haben n Klauseln. In jeder Klausel kommen 3 Literale vor. Diese Literale in den verschiedenen Klauseln, die sind nicht unbedingt verschieden. Ne? Aber wir können sagen, naja gut, die Literale, die kommen mehrfach vor. Also für jedes Vorkommen eines Literals in dieser Sat-Instanz führen wir einen Knoten ein. Ja? Also V enthält 3n Knoten. Die Knoten nennen wir VIJ. I zwischen 1 bis n für die Klausel, wo das entsprechende Vorkommen des zu VIJ gehörige Literal ist. Und J zwischen 1 und 3 für eben das konkrete Vorkommen. Ja? An der ersten oder zweiten oder dritten Stelle. So, und dann müssen wir jetzt noch in unserem Graph Kanten einführen. Und die Kanten werden eingeführt, entsprechend, ob die entsprechenden Literale gleichzeitig erfüllbar wären oder nicht. Und ob sie in verschiedenen Klauseln vorkommen. Also, so ein VIJ ist mit einem VKL durch eine Kante verbunden, genau dann, wenn die beiden entsprechenden Literale kommen aus verschiedenen Klauseln. Das heißt also, dieser erste Index, der ja für die Klausel steht, der das entsprechende Literal vorkommt, muss verschieden sein, also I und gleich K. Und zweitens, die Literale müssen gleichzeitig erfüllbar sein, was ja nichts anderes heißt als, es kann nicht sein, dass das eine gerade das andere Literal in negierter Form ist. Ja? Das wäre der einzige Fall, dass 2 Literale nicht gleichzeitig erfüllt werden können, wenn das eine gerade das andere negiert ist. Das heißt also, wenn XIJ ungleich XKL negiert ist. Ja? Das ist also die Forderung. So, und das K, dieser Parameter für die Frage, gibt es in dem Graph eine Clique der Größe mindestens K, ist N. Kann man sich das jetzt vorstellen? Das können Sie folgendermaßen vorstellen. Sie haben da Ihre Klauseln. Hier ist ein konkretes Beispiel. Und für jede Klausel haben Sie so, ja, so einen Level in dem Graph. Ne? Denn Sie haben ja für jedes Vorkommen eines Literals einen Knoten. Da haben Sie, da die Klauseln alle Länge 3 haben, also 3 Knoten für die erste Klausel, 3 Knoten für die zweite Klausel, 3 Knoten für die dritte Klausel und so weiter.
Also im allgemeinen Fall, wenn wir N-Klauseln haben, haben wir da diese 3N-Knoten. 3 in der ersten, 3 in der zweiten und so weiter bis 3 in der n-ten Zeile unseres Graph. Und die sind untereinander verbunden, genau dann, wenn sie in verschiedenen Zeilen sind, erstens, und zweitens gleichzeitig erfüllbar sind, also das eine nicht gerade genau das andere negiert ist. Das heißt also, in so einer Zeile haben sie keine Kanten, Kanten gibt es immer nur so quer runter. Und zwar genau dann, wenn sozusagen, ja, bei der eigentlichen Benennung der Variablen das eine nicht gerade das andere negiert ist. Ja. Das heißt also, U1 Vorkommen in der ersten Klausel kann mit U2, wird mit U2 quer verbunden, ne, weil U2 ist ja eine andere Variable als U1, wird auch mit U1 verbunden, aber wird nicht mit U1 quer verbunden. Ja, gerade U1 und U1 quer können sie nicht gleichzeitig warmen. Heißt also hier für unsere konkrete Dreisatzinstanz, die so aussieht, wir haben eine Klausel U1 oder U2 oder U3 quer, eine Klausel U1 oder U2 quer oder U3 und eine Klausel U1 quer oder U2 oder U3 quer, haben wir entsprechend unserer Konstruktion folgende Nummerierung der Knoten. Erste Klausel, erstes Literal gehört zum Knoten V1,1. Erste Klausel, zweites Literal gehört zu V1,2. Erste Klausel, drittes Literal gehört zum Knoten V1,3. Und hier haben wir es nochmal drunter geschrieben. Also V1,1 ist U1, V1,2 gehört zu U2, V1,3 gehört zu U3 quer und so weiter. Ne? Hier die drei Knoten zu der zweiten Klausel und hier die drei Knoten zu der dritten Klausel. Die haben wir jetzt hier einfach hingemalt und einfach der Verständlichkeit halber haben wir die jetzt nicht V1,1, V1,2, V1,3 genannt, sondern wieder danach benannt, wie die entsprechenden Literale heißen. Ja? Das also die drei gehören zu V1,1, V1,2. Das sind V1,1, V1,2, V1,3. Und das sind die V2,1, V2,2, V2,3 und das sind V3,1, V3,2, V3,3. Und jetzt das Entscheidende, wann werden die miteinander verbunden? Ja, genau dann, wenn sie in verschiedenen Zeilen sind. Also hier untereinander gibt es keine Verbindung, hier auch nicht, hier auch nicht. Und zweitens, die entsprechenden Literale gleichzeitig wahrgemacht werden können. Das heißt also, U1 darf mit allen anderen verbunden werden, außer mit U1 quer. Und U2 darf mit allen anderen verbunden werden, außer mit U2 quer und so weiter. Das heißt also, das sagt uns hier genauso aus, welche können gleichzeitig wahr werden. So, warum hat das was zu tun mit Clique? Unser Parameter k haben wir n gesetzt. Ja? Also wir suchen in diesem Graph mit 3n Knoten eine Clique der Größe n oder größer. Was heißt das? Das heißt, wenn es sowas gibt, können wir aus der ersten Zeile nur einen Knoten nehmen, weil die Knoten in der ersten Zeile untereinander nicht verbunden sind. Und aus der zweiten können wir nur einen Knoten nehmen und so weiter. Wir haben insgesamt n Zeilen für die n-Klauseln. Das heißt also, wir müssen aus jeder Zeile genau einen Knoten nehmen. Und die Frage ist, finden wir die n Stück, sodass sie alle untereinander verbunden sind. Und was heißt, sie sind alle untereinander verbunden? Die entsprechenden Literale können gleichzeitig wahrgesetzt werden. Da haben wir es ja schon. Ja? Haben wir es ja schon. Also. Dreisatzinstanz C ist erfüllbar genau dann, wenn die zugehörige Klickinstanz, die wir dazu basteln, erfüllbar ist. Wieder zwei Richtungen. Angenommen, unsere Dreisatzinstanz ist erfüllbar, müssen wir sagen, dann finden wir so eine Clique der Größe n, n Anzahl der Klauseln. So, ja, dann nehmen wir mal irgend so eine Wahrheitsbelegung für unsere Dreisatzinstanz C. Das heißt also, in jeder Klausel haben wir mindestens ein wahres Literal. Den entsprechenden Knoten tun wir einfach in unsere Clique rein und entsprechend Konstruktionen sind die Knoten auch untereinander alle verbunden. Okay, und
andere. Wir haben also in unserer Klickinstanz eine Clique der Größe n. Wie können wir daraus folgern, dass die Ausgangs-Dreisatzinstanz erfüllbar ist? Naja gut, unsere Clique, das ist die Menge V'. Die wählen wir, Größe n. Die muss so sein, dass in jedem von diesen Zahlen genau ein Knoten ist. Und weil die Kanten, die entsprechenden Knoten vollständig miteinander verbunden sind, wissen wir, die entsprechenden Literale können alle gleichzeitig wahrgesetzt werden. Das heißt also, genau der Knoten jeweils in jeder Zeile induziert uns, welches Literal die entsprechende Klausel wahrmacht. Wir wählen eine Wahrheitsbelegung, die genau das Literal zu dem Knoten in der Clique aus der ersten Zeile wahrmacht und das Literal zu dem Knoten aus der Clique aus der zweiten Zeile wahrmacht und so weiter. Und das ist eine Wahrheitsbelegung. Das Ganze ist natürlich eine polynomiale Konstruktion. Wir hatten n Klauseln. Die Klauseln haben alle Länge 3. Unser Graph hat 3 n Knoten. Entsprechende Anzahl von Kanten und das K war auch abhängig von n. Das war sogar genau das n. Das heißt also, diese ganze Instanz ist natürlich polynomial in der Größe unserer Dreisatzinstanz. Offensichtlich. So. Ich glaube, das war jetzt schon ganz aufschlussreich, ja, wie man sozusagen ja, zu einer Satzinstanz eine spezielle Instanz irgendeines Graphenproblems bastelt. Und wohlgemerkt, Sie müssen zu einer beliebigen Satinstanz, wenn Sie eine Transformation von Sat oder Dreisat auf ein anderes Problem machen, nur eine spezielle Instanz dieses anderen Problems basteln. Ja, also hier kommt ein sehr spezieller Graph raus, ja, der die zugehörige Instanz des Klickproblems ist. Ne? Das ist so ein, ich meine, der sieht ja wirklich sehr speziell aus. Ne? Aber das macht nichts. Es ist genau so, dass eben genau die erfüllbaren Satinstanzen auf die entsprechenden Ja-Beispiele des Klickproblems abgebildet werden. Werden Sie sehr oft erleben, dass dann etwa bei Graphenproblemen sehr spezielle Grapheninstanzen rauskommen in so einer Konstruktion. So, das nächste, was wir beweisen wollen, ist, dass das Problem 3 Färben in Graphen NP vollständig ist. Also das Färbungsproblem in Graphen haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Wir geben einen Graph. Wir wollen die Knoten des Graphen färben mit möglichst wenig Farben, so dass 2 Knoten, die durch eine Kante verbunden sind, verschiedene Farben haben. Das hat durchaus zu tun mit dem Landkartenfärbungsproblem, denn Sie können in einer Landkarte die Länder als Knoten eines Graph auffassen und sagen, und so 2 Knoten sind durch eine Kante verbunden, wenn die entsprechenden Länder benachbart sind. Dann ist das Graphenfärbungsproblem dasselbe wie das Landkartenfärbungsproblem. Also ich finde, die Länder einer Landkarte so färben, dass benachbarte Länder verschiedene Farben haben. Also dass ich erkenne, wo sind die Grenzen. Ja. Das ist ein berühmtes Problem, denn man kann beweisen, dass jede Landkarte mit 4 Farben gefärbt werden kann. Die zugehörigen Graphenhalle haben allerdings die Eigenschaft, dass sie kreuzungsfrei in die Ebene eingebettet werden können. Also das ist ein Färbungsproblem auf sehr speziellen Graphen, nämlich auf planaren Graphen. Und für planare Graphen, selber wie ich kann jede Landkarte mit 4 Farben färben, gilt eben, ich kann jeden planaren Graph mit 4 Farben färben. Aber das war jetzt nur mal so ein Exkurs. Also wir gucken einen beliebigen Graph an, möglicherweise nicht kreuzungsfrei in die Ebene eingebettet werden kann, und wollen wissen, wie viele Farben brauchen wir mindestens, um diesen Graph zulässig zu färben. So als Entscheidungsproblem formuliert, wäre das also wieder gegeben ein Graph, gegeben eine Anzahl k, ein Parameter k, kann ich den Graph mit höchstens k Farben färben. Ja? Das ist ja ein Minimierungsproblem. Im Gegensatz zum Klickproblem, das war ein Maximierungsproblem, ich will eine möglichst große Clique. Das heißt also, der Parameter in der Formulierung als Entscheidungsproblem gibt eine untere Schranke an. Beim Färbungsproblem habe ich ein Minimierungsproblem, ich will möglichst wenig Farben verwenden. Das heißt, der Parameter k gibt uns eine obere Schranke an. Die Frage lautet, kann ich mit höchstens k Farben färben? Ja, und da kann ich eine spezielle Variante von betrachten, nämlich die, kann ich einen vorgegebenen Graph mit 3 Farben zulässig färben?
Also zwei Farben, die Knoten so färben, dass zwei Knoten, die durch eine Kante verbunden sind, verschiedene Farben haben. Das Problem ist NP vollständig, wieder. Und was mache ich? Ich zeige erstmal, es ist in NP. Gut, wenn ich irgendeine Färbung meines Graph mit drei Farben vor die Füße geschmissen bekomme, brauche ich nur alle Kanten anzugucken, um zu sehen, ob tatsächlich die beiden Endknoten verschiedene Farben haben. Das heißt also, der Aufwand zu überprüfen, ob dieser Lösungsvorschlag tatsächlich eine zulässige Färbung ist, hat Aufwand O von Anzahl der Kanten. Okay, so. Ich zeige jetzt als nächstes, dass ich drei Färben, Three Color, reduzieren kann auf ein bekanntes NP-vollständiges Problem, nämlich auf Dreisat. Ich gebe wieder eine polynomiale Transformation von Dreisat auf drei Color an. Ich muss jetzt wieder für eine beliebige Dreisat-Instanz einen Graph basteln. Und das muss so sein, dass die Dreisat-Instanz genau dann erfüllbar ist, wenn der Graph dreifärbbar ist. Und natürlich muss der Graph in seiner Größe, Anzahl Knoten, Anzahl Kanten, polynomial sein in der Größe der Dreisat-Instanz. Anzahl Variablen, Anzahl Klauseln der Dreisat. So, also wir müssen für eine beliebige Dreisat-Instanz jetzt eine Instanz von drei Color bauen, ja? So dass die Dreisat-Instanz erfüllbar ist, genau dann, wenn der Graph, den wir dazu bauen, dreifärbbar ist. So, und das machen wir folgendermaßen. Unser Graph enthält ein Hauptdreieck, bestehend aus Knoten, die heißen T, F und A. Und die haben auch eine Interpretation. Also es ist ein Dreieck, das heißt also, wir haben zwischen T und F und zwischen F und A und zwischen A und T Kanten. Ja? Und die Interpretation ist, T und F steht für true und false, also wahr und falsch. Und das A ist nochmal so ein Extraknoten. Und wir wissen natürlich, wenn der Graph, den wir bauen, dreifärbbar sein soll, dann muss dieses Dreieck mit drei verschiedenen Farben gefärbt werden können. Ja. So, das heißt also, wir können eigentlich immer identifizieren, die Farbe von dem Knoten T, das ist die eine Farbe, die Farbe von dem Knoten F ist die zweite Farbe und die Farbe von dem Knoten A ist die dritte Farbe. So, und jetzt müssen wir weiterbauen. Also dieses Dreieck hat jetzt noch nichts mit einer Satinstanz zu tun. Jetzt in unserer Satinstanz haben wir Variablen und Klauseln. Wir bauen für jede Variable so ein Dreieck, was an diesen Knoten A angeschlossen ist. Also die Variable U1, wenn die vorkommt in unserer Satinstanz, dann haben wir einen Knoten zu U1 und einen Knoten zu U1 quer. Und die sind untereinander verbunden und mit A verbunden. Und dasselbe für ein U2 und für ein U3 und so weiter, die vorkommen in unserer SAT-Instanz. Ich habe jetzt nur wegen der Interpretation mal auch das U1 rot gemacht wie F und das U1 quer und das U1 blau wie T. Aber in der wirklichen Färbung, die dann nachher gebaut wird, kann es auch umgekehrt sein, ja, dass eine negierte Variable blau kriegt und eine unnegierte rot kriegt. So, und jetzt müssen wir unsere Klauseln noch da einbauen. Ja? So eine Klausel XJ, die hat die Form X oder Y oder Z. So, wir bauen für so eine Klausel so eine Komponente, die so aussieht. Das ist ein inneres Dreieck mit Satelliten an den Eckpunkten. Inneres Dreieck, drei Satelliten. Und die Satelliten, die werden jeweils mit dem Literal verbunden. Das zu der Klausel gehört. Also in der Klausel kommt X und Y und Z vor. Ein beliebiger der Eckpunkte und sein Satellit gehört also zu X, ein beliebiger gehört zu Y, ein beliebiger gehört zu Z. Und der entsprechende Satellit wird eben dann mit X, mit Y und mit Z verbunden. Das sind Literale, also das X ist so ein UI oder UI quer. Wenn es ein UI ist, wird also der Satellit mit UI verbunden. Wenn es UI quer ist, mit UI quer.
Und außerdem werden die drei Satelliten alle mit T verbunden. Was automatisch heißt, wenn ich eine Färbung habe mit drei Farben, dann werden die eine andere Farbe kriegen als T. T war hier blau eben, dann wird das eine andere Farbe sein als blau, grün oder rot. Ja? So, das heißt also, für eine konkrete Dreisatinstanz sieht die Konstruktion so aus. Das ist jetzt noch harmlos, weil die Dreisatinstanz ist klein. Die Dreisatinstanz ist, ich habe nur zwei Klauseln, C1 ist U1 quer oder U2 oder U3 quer und C2 ist U1 quer oder U2 quer oder U3 quer. Also insgesamt, ich habe mein Hauptdreieck da unten. Ich habe drei Variablen in meiner Klausel, U1, U2, U3. Vorkommt als UI oder UI quer. Dafür habe ich hier die angeschlossenen Dreiecke, die zu U1, U2 und U3 gehören. Ja? So, und jetzt habe ich für die Klauseln jeweils diese Komponenten. Zu C1 habe ich diese Komponente, bestehend aus einem Dreieck mit drei Satelliten dran. Und die Satelliten gehören gerade zu den vorkommenden Literalen, nämlich da kommt U1 quer vor. Was heißt, dieser Satellit, also in dem Fall ist es dieser Satellit, muss verbunden werden mit U1 quer und außerdem noch mit T, Knoten T in unserem Hauptdreieck. Und der zweite Satellit gehört zu U2. Muss ich mal gucken, das ist der hier. Der wird mit U2 verbunden und mit T. Und der dritte Satellit gehört zu U3 quer, also der hier, der wird mit U3 quer und mit T verbunden. Und dasselbe analog jetzt für C2. So, was hat jetzt Erfüllen von so einer Klausel zu tun mit drei Färben? Die Konstruktion ist so, dass ich mir leicht überlegen kann, dass in den drei Satelliten, bei den drei Satelliten, bei einer Dreifärbung die Farbe von T nicht vorkommen kann. Denn die Satelliten sind alle mit T verbunden. Das heißt also, die drei Satelliten sind immer grün oder rot gefärbt und es können nicht alle drei rot oder alle drei grün gefärbt werden. Also insbesondere können nicht alle drei grün gefärbt werden, weil dieses Dreieck hier muss ich ja jeweils färben und da brauche ich auch für einen Knoten das Grün. Das heißt also, von den Satelliten wird auf jeden Fall einer in der legalen Dreifärbung rot gefärbt. Und der ist ja verbunden mit irgendeinem Literal. Und die Interpretation ist, das entsprechende Literal, das kriegt ja dann eine andere Farbe, nämlich blau, ja, weil grün kann es nicht kriegen. Und für die zwei habe ich nur blau und rot zur Verfügung. Das entsprechende Literal ist verantwortlich dafür, dass die Klausel erfüllbar ist. Ja, das ist die Relation. Die Relation ist, drei Färben hiervon bedeutet, mindestens ein Satellit muss rot gefärbt werden, der ist mit einem Literal verbunden, das dann nur noch blau gefärbt werden kann. Und rot färben heißt, das entsprechende wird blau gefärbt, das entsprechende wird wahrgesetzt. Das ist die, sozusagen die Relation. So, wir müssen jetzt also zeigen, Ausgangsinstanz ist erfüllbar, genau dann, wenn der entsprechende Graph, den wir da gebaut haben, dreifärbbar ist. So, jetzt als allererstes handeln wir mal den einfacheren Teil unseres gesamten NP-Vollständigkeitsbeweises ab, nämlich, dass diese Transformation polynomial ist. Das heißt also, der Graph, der entsteht, hat eine Größe, die polynomial ist in der Größe unserer Dreisatinstanz. Naja gut, wie viele Knoten hat er denn? O von n plus m Knoten und Kanten hat er. Schnell abgearbeitet. So, und jetzt gucken wir uns also an. Erstmal die eine Richtung, wir gehen von einer erfüllbaren Instanz aus, dann können wir auch unseren Graph 3 färben. Bei einer erfüllbaren Instanz gilt, wir haben mindestens eine Wahrheitsbelegung der Variablen, die da vorkommen, die so ist, dass in jeder Klausel mindestens ein Literal wahr wird. So, dann machen wir einfach Folgendes, wir färben die entsprechenden Literale mit der Farbe von T. Also das Hauptdreieck färben wir so, wie wir es immer haben. T wird blau, F wird rot und A wird grün. Und die Wahrheitsbelegung sagt uns jetzt, okay, wenn wir hier eine Wahrheitsbelegung haben, die das hier wahr macht,
färben wir das entsprechende Literal blau. Ja? So, dann heißt aber, ja, wo haben wir das denn? Hier, blau. Also für die hier wäre das hier. Blau. Das heißt aber, der entsprechende Satellit wird rot gefärbt. Wir können die anderen beiden grün färben. Grün ist immer noch dann problemlos im Zusammenhang mit dem, was hier unten ist. Und dann können wir auch dieses Dreieck frei färben. Nämlich das, was mit dem Roten, was induziert wird durch dieses Literal, was in der Wahrheitsbelegung den entsprechende Klausel wahr macht, verbunden ist in diesem Hauptdreieck, wird grün gefärbt und die anderen können wir blau und rot färben. Das heißt also, eine Wahrheitsbelegung, die jede Klausel erfüllt, also aus jeder Klausel mindestens ein Literal wahr macht, induziert uns automatisch eine Dreifärbung. Der Ausgangspunkt ist einfach, dieses Hauptdreieck wird gefärbt wie immer und die Literale werden genau danach gefärbt, welchen Wahrheitswert sie in der Wahrheitsbelegung haben. Der Rest wird dadurch induziert und der ist automatisch eine Dreifärbung. Und umgekehrt, wenn wir eine Dreifärbung betrachten von dem ganzen Ding, dann kriegen wir automatisch auch wieder eine Wahrheitsbelegung. Nämlich indem wir genau nachgucken, ja, von diesen drei Satelliten muss ja einer rot gefärbt sein, geht nicht anders. Blau steht für die Satelliten nicht zur Verfügung. Alle drei grün geht nicht. Einer muss rot gefärbt sein. Der ist mit irgendeinem Literal verbunden, was in der entsprechenden Klausel vorkommt. Das muss dann blau gefärbt werden. Und damit haben wir automatisch induziert uns automatisch die Färbung, eine Wahrheitsbelegung, wenn wir genau die blau gefärbt werden, wahrsetzen, automatisch eine Wahrheitsbelegung, so dass wir für jede Klausel mindestens ein Literal wahr haben. Das ist also per Konstruktion. Okay, ich gebe zu, diese Konstruktionen sind schon ein bisschen anstrengend, ja, je komplizierter oder technisch raffinierter die werden, aber das hilft ja nichts. Mit den trivialen Beweisen kommen Sie nicht mehr weiter, können Sie nichts Neues mehr fangen. Und deshalb machen wir jetzt eine Konstruktion, die vielleicht noch ein bisschen anstrengender aussieht. Ja? Schöne daran ist, das ist jetzt eine Konstruktion, also polynomiale Transformation, die nicht von SAT ausgeht, sondern von einem der Graphenprobleme, von denen wir jetzt bewiesen haben. Sie sind NP-vollständig, also zur Verfügung haben wir ja schon Klick und Dreifärben, nehmen hier Dreifärben. Und das Problem, von dem wir beweisen, ist NP-vollständig, ist nochmal eine andere Sorte Problem. Das ist kein SAT-Problem, das ist kein Graphenproblem, das ist ein Problem, was irgendwas mit Mengensystemen zu tun hat. Ein Überdeckungsproblem in Mengensystemen. Das sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine gegebene endliche Grundmenge x und eine Familie von Teilmengen von x. Ja? Und die Frage ist jetzt, gibt es eine Subfamilie von Teilmengen von x aus dieser Familie s, die so ist, dass jedes Element aus x in genau einer der Teilmengen aus der Subfamilie vorkommt. Das heißt, die Subfamilie hat die Eigenschaft, die überdeckt x, ja, in jeder Menge, die in der Subfamilie drin ist, finden wir für jedes x finden wir so eine Subfamilie, so eine Teilmenge aus der Subfamilie, die das x enthält. Und es sind auch keine zwei Mengen in dieser Subfamilie, die x enthalten. Ja? Also jedes Element wird genau aus x wird genau einmal überdeckt durch s'. Das sieht schon ein bisschen kompliziert aus. Deshalb machen wir ein Beispiel. Unsere Grundmenge ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wir haben hier diese Menge s. Ja, das sind also irgendwelche Teilmengen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Frage ist, ist das eine Ja-Instanz? Das heißt also, können wir hier aus S so ein paar Mengen rauspicken, sodass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 überdecken damit? Also in jeder der Mengen, die wir aus S rauspicken, 1 und 2, 1 oder
den jeder. Für jeder dieser Elemente aus X eines in einer der Mengen ist, die wir hier aus S rauspicken und auch keines zweimal vorkommt. Einfach mal, fangen wir mal an. Ne? Wenn wir jetzt 1, 2, 3 wählen würden, sagen würden, das tun wir schon mal in S' rein, dann haben wir damit 1, 2, 3 überdeckt. Dann brauchen wir jetzt noch Mengen, die uns 4, 5, 6, 7 überdecken. Und diese Mengen dürfen aber 1, 2, 3 nicht enthalten. Ne? Das heißt also, 1, 2, 4 können wir nicht verwenden, um 4 zu überdecken. Auch 2, 3, 4 können wir nicht übernehmen, um 4 zu überdecken, wenn wir 1, 2, 3 gewählt haben. Das auch nicht. 5, 6, 7 könnte man nehmen. Da haben wir 1, 2, 3 und 5, 6, 7 überdeckt, aber die 4 noch nicht. Das heißt also, wir bräuchten noch eine Menge für die 4, weil aber die Menge, die nur 4 enthält, hier gar nicht dabei, gar nicht zur Verfügung steht, ist das schon mal keine gute Idee gewesen, hier 1, 2, 3 zu nehmen. Man könnte natürlich 1, 2, 3 nehmen und jetzt mal gucken, kann man noch eine andere Möglichkeit? Ja, 4, 5, 6 zum Beispiel, aber dann haben wir dasselbe Dilemma mit der 7. Ja? Die 7 müssen noch überdeckt werden, wir haben die Menge, die nur 7 enthält, hier nicht drin. Nehmen wir mal 1, 2, 4, müssen wir noch 3, 5, 6, 7 überdecken. 3 und 5, also 1, 2, 4 und 3 und 5 und 6 und 7, die würden es zum Beispiel tun. Das heißt also, das ist eine Ja-Instanz. Ja? Wähle S' als die Menge 1, 2, 4, 3, 5, 3 und 5, 6 und 7. Gibt auch noch eine andere, mindestens eine weitere Lösung, nämlich wir nehmen 1, 5, 2, 3, 4 und 6, 7. Ne? Okay, so, also es geht darum, dass so ein dieses Problem, ne, sowas NP-vollständig ist, das zu beweisen. Ja, den ersten Teil, exact cover ist in NP, behandeln wir hier nicht großartig, das ist offensichtlich. Wenn wir also jetzt so einen S' vorgegeben bekämen, dann könnte man natürlich durch einfach einmal angucken, die Elemente in X und abstreichen in S' entscheiden, ob das sozusagen eine zulässige Lösung ist. Das ist offensichtlich. So, und jetzt wieder eine polynomiale Transformation. Wir machen eine polynomiale Transformation von 3-Color auf Exact-Cover. Das heißt also, gegeben ein Graph, der Instanz für 3 Färben ist, bastel zu dem Graph so ein Mengensystem, so dass der Graph genau dann dreifärbbar ist, wenn dieses Mengensystem eine Ja-Instanz von Exact Cover ist. Das heißt also, wenn wir in dem Mengensystem so ein Teilsystem finden, dass die Grundmenge des Mengensystems X genau überdeckt. Das Ganze muss natürlich eine Transformation sein, so dass dieses Mengensystem, was wir hier rauskriegen, Grundmenge und Menge der Teilmengen der Grundmenge polynomial in der Größe des Graphen ist. Also polynomial in der Anzahl Knoten und Kanten. Die Konstruktion sieht so aus. Wir nehmen 3 Farben. Rot, Blau und Grün. Ja, das Ganze, was wir hier machen, hat ja mit einer Dreifärbung von einem Graph zu tun. Die 3 Farben sind also Rot, Blau und Grün. Und für jeden Knoten im Graph betrachten wir seine Nachbarschaft, also die Knoten, die mit dem verbunden sind, N von V. Und entsprechend kriegt unsere Grundmenge des Mengensystems ein Element, das zu V gehört und 3 mal Anzahl Nachbarn von V plus 3 weitere Elemente. Also, wir gucken jetzt nur an die Stelle von unserem Graph. Da gibt es einen Knoten V mit Nachbarn U1, U2, U3, U4, U5. Dazu bauen wir in unserem Mengensystem, in der Menge X, erstmal V plus, sagen wir mal, 3 Kopien hiervon plus 3 zusätzlichen Knoten.
So, und jetzt müssen wir dazu noch Teilmengen definieren, die in S gehören, in unser Mengensystem. Ne? Also das Mengensystem ist ja x, S, S, Menge von Teilmengen von x. Und das wird folgendermaßen gemacht. Für jedes dieser V, haben wir ja so ein Element, gibt es in S drei disjunkte Mengen, SV oben R, SV oben B, SV oben G. Drei, warum drei? Drei, weil hier eine Dreifärbung sozusagen eine Rolle spielt. Das heißt, eine Menge, die zu Rot gehört, eine, die zu Blau gehört und eine, die zu Grün gehört. Und jeweils in jeder dieser Mengen sind Anzahl von Nachbarn von V plus 1 Elemente drin. Ja, also von den dreimal Anzahl Nachbarn von V plus 3 Elementen in X, die wir zu V, zusätzlich zu V definiert haben, gibt es eine Menge, die die ersten n von V plus 1 enthält, eine, die die zweiten n von V plus 1 enthält, eine, die die dritten n von V plus 1 enthält. So, jetzt macht es langsam mal Sinn, dass wir hier auf dieses Bildchen gucken. Also, für die Situation im Graph haben wir dieses Element nach x gesteckt und die hier. Ja, die erste Kopie hiervon, die zweite Kopie hiervon, die dritte Kopie hiervon plus die drei extra Knoten hier. So. Und diese ersten, hier Größe Nachbarschaft von V plus 1, werden in die Menge, die zu Rot irgendwie gehören wird, gesteckt und die zweiten in die, die zu Blau gehört und die dritte, die zu Grün gehört. So, und dann gibt es jetzt noch die Verbindung zu diesem V. Das V ist ja hier irgendwo so allein. Da brauchen wir natürlich auch noch potenzielle Überdeckungsmengen. So drücke ich es mal aus. Und da gibt es drei Zweiermengen, nämlich die Menge, die das V enthält und dieses Solo-Element hier drin. Und die zweite Menge, die V enthält und dieses Element hier drin. Und die dritte Menge, die V enthält und dieses Element hier drin. So, jetzt haben wir eine Konstruktion zu einem Knoten und seinen Nachbarn. Und da sind jetzt noch weitere Knoten und ihre Nachbarn. Und zu diesen weiteren Knoten, ihren Nachbarn, haben wir auch genau sowas. Aber die Knoten sind ja untereinander verbunden und das wird jetzt nochmal extra abgebildet. Also hier drin haben wir es ja eigentlich auch schon abgebildet, aber wir müssen es nochmal extra hier rein, sag mal, implementieren. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben also hier so ein Ding für V und jetzt gibt es noch so ein U, das ist schon hier so eins, was auch hier drin eine Kopie hat. Und dafür bauen wir aber auch so ein Ding. Ja? Also hier das U und diese drei Mengen, die zu Rot, Blau und Grün gehören, wo jeweils Kopien, also Elemente, die zu den Kopien von Nachbarn gehören, drin und diese Einzelelemente. Und wir haben auch diese Zweierverbindungen hier und hier. Und jetzt gucken wir noch auf diese Kante hier. Die muss jetzt auch noch irgendwie hier abgebildet werden. Und das ist das, was hier dazwischen ist. Nämlich eine Kopie von dem U hier drin in den Mengen zu V wird in eine Menge gesteckt mit einer Kopie von V hier drin, ja, was dann zu dem Konstrukt von U gehört. Genau dann, wenn die entsprechenden Mengen hier, in denen die Kopien vorkommen, zu verschiedenen Farben gehören. Das heißt also, das U-Vorkommen hier wird in eine Zweiermenge gesteckt mit dem V-Vorkommen hier. Das gehört zu Rot, das gehört zu Blau. Und das U-Vorkommen hier wird mit einem V-Vorkommen hier in eine Zweiermenge gesteckt. Das gehört zu Rot und das gehört zu V. Aber nicht mit einem V-Vorkommen hier. Weil das sind beides Mengen, die zu Rot gehören. So, und das haben wir jetzt für sozusagen für jeden Knoten haben wir sowas. Und für Knoten, die miteinander verbunden sind, haben wir noch diese Zweiermengen hier dazwischen. Ja? Wo man genau die Zweiermengen nimmt zwischen den Kopien, die nicht in derselben Farbmenge liegen. Was hat das jetzt mit der Färbung irgendwie zu tun? Ja, wenn wir hier mal angucken, U sei blau gefärbt und V sei rot gefärbt. Ja, also hier, das gehört ja zu unserem Graph, der dreifärbbar ist. Wenn wir da eine Dreifärbung angucken, dann sind zwei Knoten, die durch eine Kante verbunden sind, verschieden gefärbt.
Frage ist, ist die Konstruktion jetzt so, dass wir dann davon ausgehend hier auch eine exakte Überdeckung aller Elemente mit Mengen finden? Und Mengen sind, also wohlgemerkt, hier diese Mengen, ja, diese S-Mengen und hier diese Zweiermengen, ja, diese verschiedenen Zweiermengen, die stehen zur Verfügung. Wie auch immer, wie die, wir das Ding überdecken, müssen wir auf jeden Fall eine Zweiermenge nehmen, um V zu überdecken und eine Zweiermenge, um U zu überdecken. Wenn die Ausgangsfärbung so ist, dass V rot ist, dann nehmen wir die Zweiermenge, die in die rote Menge reinführt. Das heißt dann automatisch, dass wir diese Mengen hier, also diese Knoten hier oder Elemente hier überdecken können, indem wir die ganze Blaumenge zu V und die ganze Grünmenge zu V nehmen. Und hier ist es genauso. Wenn das U blau gefärbt wird, dann überdecken wir hier das Element U, das dazu gehört, durch die Zweiermenge, die hier in diese Blaumenge reinführt. Da können wir hier die ganze rote und ganze grüne nehmen, um den Rest zu überdecken. Dann müssen wir aber jetzt nur noch das hier überdecken, das, was hier in der Rotmenge ist und das, was hier in der Blaumenge ist. Das U in der Rotmenge können wir überdecken über diese Zweiermenge, die zum V in der Blaumenge gehört. Entsprechend sozusagen der Umkehrung dieser Färbung. So, und was ist jetzt mit dem Rest? Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt gibt es ja noch weitere Knoten in so unserem Graph. Und dazu gibt es in der Konstruktion jetzt noch solche Dinger. Ja? Und da gibt es dann auch zu den entsprechenden Farbmengen so Zweiermengen hier rein. Und wenn diese anderen Knoten auch zulässig gefärbt werden können, ja, in unserer Färbung, wo wir U blau und V rot gefärbt haben, auch noch irgendeine Farbe, blau, grün oder rot bekommen, die hiermit nicht kollidiert, dann können wir die hier noch nicht überdeckt sind, über Zweiermengen in die entsprechenden Farbmengen zu den Knoten überdecken, so wie wir es hier gemacht haben. Ne? Und dann passt das. So, das ist die Konstruktion. Und hier ist jetzt dann aufgeschrieben, wie man die Argumente sozusagen reiht, um zu zeigen, ja, G ist dreifärbbar, unser Ausgangsgraph, genau dann, wenn diese Instanz für Überdeckung dieses XS ja, erfüllbar ist, in dem Sinne, wir finden S', was die Elemente in X jeweils genau einmal überdeckt. Die Konstruktion ist polynomial. Das ist das andere. Da muss man einfach hier, ich gebe nochmal eins zurück, hier auf die Zahlen gucken. Ne? Also, okay, wir haben da irgendwie so viele Elemente, irgendwie polynomial viele in der Anzahl der Knoten des Graph. Und die Mengen, das sind auch, die sind auch an, also polynomial in der Anzahl Knotenkanten in des Graph, im Graph. Ne? Also das braucht man nur zusammenzählen. Das ist problematisch. Also muss man jetzt eben diese zwei Richtungen wieder zeigen. Wir gehen davon aus, unser Ausgangsgraph ist dreifärbbar, dann ist das zugehörige Mengensystem XS so, dass es eine exakte Überdeckung hat. Gut, wir gucken eine Dreifärbung an und wir tun jetzt in unser S' Mengen rein. Und erstmal tun wir Zweiermengen rein, nämlich für jedes V die entsprechende Zweiermenge zu dem EV oben Farbe von V, die Zweiermengen, wo das oben die Farbe gerade anders ist als die Farbe, wo die Farbe gerade die Farbe ist von dem V, ja, das ist also hier bei Rotfärben gerade die Menge, und diese beiden Mengen, ja, und dieses SVC mit C ist eine andere Farbe. Also wenn V rot ist, dann diese Menge rein und die blaue Menge und die grüne Menge zu V gehört. So, die überdecken jetzt alles exakt, jeweils außer den Knoten hier. Und für die Knoten hier gucken wir einfach die Kanten nach, die es gibt zu anderen Knoten und nehmen genau die Zweiermengen von dem entsprechenden Knoten zu dem Nachbarknoten mit anderer Farbe, die dazugehörige Menge, ne, so wie hier.
Und umgekehrt, wenn wir eine exakte Überdeckung haben, dann haben wir also eine Teilmenge S' von unserer S-Menge, die exakt die Knoten alle überdeckt. Fangen wir wieder damit an. Jedes von denen muss genau durch eine Menge überdeckt sein und da kommt immer nur so eine Zweiermenge in Frage. Und diese Zweiermenge induziert uns jetzt automatisch die Färbung des entsprechenden Knoten. Ja? Die nämlich, wenn die Zweiermenge gerade nach blau geht, dann wird der entsprechende Knoten blau gefärbt. Wenn es nach rot gibt, wird der entsprechende rot gefärbt. Und wenn es nach grün gibt, wird der entsprechende grün gefärbt. Und dann können wir weiter folgern, dass wir dann aber eine zulässige Färbung haben. Ja. Weil eben für diese Mengen, die noch, die sozusagen, also für diese Elemente, die so durch solche Zweiermengen da quer durch überdeckt werden müssen, das nur funktioniert, wenn tatsächlich die entsprechenden Farben von dem V hier und dem U hier gerade umgekehrt sind wie in der entsprechenden Menge und damit verschieden sind. So, das ist jetzt hier noch aufgeschrieben und ich glaube, weil es eine Minute für eins ist, müssen wir das jetzt nicht genau durchgehen. Ich denke, die Idee haben Sie verstanden. Vielleicht gucken Sie sich selber, wenn, auch wenn Sie die Idee verstanden haben, dann nochmal die Argumente auf diesen drei Folien an, wie das eine auf das andere aufgebaut wird. Denn das ist eben noch ein Punkt, wo man aufpassen muss, wenn man dieses zeigt. Ja-Instanzen meines Ausgangsproblems werden genau auf die Ja-Instanzen des Problems, für das ich zeige, es ist NP vollständig abgebildet, dass Sie sozusagen die Argumente in die richtige Richtung machen und auch in beide Richtungen, ja. Das ist oft so, dass es per Konstruktion mindestens in eine Richtung, aber dann auch in beide Richtungen eigentlich dann folgert. Aber das muss man dann nochmal genauer sich überlegen. Also das ist nochmal ein Punkt, wo man aufpassen muss. Ja, und das wäre es dann für heute.